Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen und auch zu meinem letzten Video in meiner Themenwoche. Und heute soll es so ein bisschen darum gehen, wie es jetzt weitergehen kann. Also wenn du dich jetzt für die ätherischen Öle interessierst, wenn du vielleicht selber was bestellen möchtest, wie das Ganze funktioniert, wie wir das bewerkstelligen können. Also erstmal, wenn du es noch nie ausprobiert hast und gerne mal ausprobieren möchtest, kann ich dir gerne jederzeit so kleine Proben zuschicken. Dann fülle ich immer aus den großen Fläschchen so ein Milliliter Fläschchen ab und schick dir gerne mal 1, 2 ätherische Öle zum Probieren einfach mal zu. Da kannst du mir einfach sehr, sehr gerne eine Nachricht schreiben. Außerdem biete ich individuelle Beratungen an, wenn du sagst, das und das ist mein Thema. Diese Gesundheitsthemen beschäftigen mich in meinem Alltag. Was kann man da tun? Dass wir zusammen da einfach mal gucken, was man machen kann. Und ich veranstalte auch Aromaabende. Also solltest du das gucken und in meiner Nähe wohnen, dann komme ich auch zu dir nach Hause oder anders hin. Zu dir auf Arbeit und dann stelle ich dir die ätherischen Öle noch mal so ein bisschen persönlich vor und du kannst auch mal vor allen Dingen dran riechen. Das können wir ja hier leider nicht so machen. Außerdem habe ich so einen kleinen WhatsApp-Verteiler, also es ist keine Gruppe, sondern die Nachrichten bekommt wirklich jeder einzeln, wo ich auch immer Informationen zu ätherischen Ölen von doTERRA teile, wo ich die Monatsangebote immer teile. Also wenn dich das interessiert, schreib mir auch sehr gerne, dann kann ich dich da super gerne hinzufügen. Und kommen wir jetzt mal dazu, wie man denn so bei doTERRA bestellen kann. Ihr könnt zum einen über mich bestellen. Also wenn ihr sagt, okay, ihr wollt 1, 2, 3 Öle einfach mal ausprobieren, dann bestellt ihr einfach mal über mich mit. Ihr könnt natürlich auch einfach ganz normal über den Shop bestellen. Der ist auch immer unten in der Infobox verlinkt. Oder was ich immer empfehlen oder was ich empfehlen würde, wenn ihr vorhabt, da so ein bisschen intensiver reinzusteigen, ist sich bei doTERRA einzuschreiben, weil man dann und tatsächlich auch nur dann 25% spart. Jedes Mal auf die komplette Bestellung spart ihr dann 25%. Das war für mich ein ausschlaggebendes Argument, warum ich mich sofort eingeschrieben habe und nicht erst irgendwie anders bestellt habe. Ihr habt in dieser Themenwoche über die Sicherheit und die Effektivität und auch wirklich den hohen Wert dieser ätherischen Öle viel erfahren. Und es gibt da wirklich so, so viel, was man halt auch damit kannst. Und es gibt 3 Möglichkeiten, wie du diese ätherischen Öle jetzt einfach auch erwerben kannst. Zum normalen Verkaufspreis kauft eigentlich wirklich niemand ein, weil es einfach zu teuer ist. Dann die zweite Möglichkeit ist als Vorteilskunde, dass du halt einen Bestell bekommst, weil immer diese 25% Rabatt hast und hast halt sonst keine Verpflichtung. Also musst du auch nicht monatlich bestellen oder irgendwas. Also immer nur, wenn du es brauchst. Und dann gibt es das dritte, da kannst du dich einschreiben als Produktberater. Da kannst du quasi aus deinem Account noch mehr herausholen und da kannst du dann auch Provisionen verdienen. Du hast dann da halt auch deine eigene Website. Also wenn du da mit ätherischen Ölen ein bisschen mehr machen möchtest oder wenn du das schon zu deinem bestehenden Business sehr gut passt, kannst du da auch noch Provisionen herausholen, wenn du dich als Produktberater eintragen lässt. So mache ich das zum Beispiel. Ist einfach die intelligenteste Art und Weise. Aber das muss natürlich jeder für sich dann einfach gucken. Und wenn man sich einschreibt, gibt es dann auch verschiedene Kits, die man zum Beispiel bestellen kann. Und natürlich kann man mit doTERRA auch ein Geschäft aufbauen. Das muss man halt einfach für sich gucken. Wenn es interessant für dich ist, dann schreib mir sehr gerne. Dann kann ich dir da so ein paar Infosachen einfach auch mal zuschicken und du guckst dir das mal an, ob das was für dich wäre. Es gibt einen juckenden großen Zeh, welches ätherisches Öl dafür anwenden. Nur mal, um das so nebenher noch zu erwähnen. Vielleicht ist mal ganz interessant, schreibt doch mal unten in die Kommentare an, was ihr gerne arbeiten würdet oder was so ein Thema wäre, wo ihr ätherische Öle vielleicht gerne einfach mal ausprobieren wollt, was ihr einfach mal so verbessern wollt, was ihr in eurem Leben vielleicht auch an eurer Gesundheit oder an eurer Lebensweise verändern wollt. Denn es ist einfach mal so interessant für mich, so ein bisschen zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Und
Wie ihr jetzt zu den ätherischen Ölen kommt, habe ich gerade schon gesagt. Wie ihr zu weiteren Informationen kommt, habe ich euch auch gesagt. Also meldet euch einfach irgendwo, bei Facebook, bei Instagram, per E-Mail. Da schicke ich euch gerne weitere Infos zu. Ich schicke euch gerne Ölproben zu. Ich nehme euch gerne in meinem WhatsApp-Verteiler. Und ich erkläre euch auch gerne nochmal, wie das funktioniert, wenn ihr bei doTERRA bestellen wollt und gerne die 25% sparen wollt, was ich nur empfehlen kann. Also ich habe dann tatsächlich, ich habe im Herbst 2018 angefangen und es ist halt einfach so, dann willst du das ausprobieren und das und das und das und das und so habe ich dann doch irgendwie jeden Monat so mein Öl da bestellt und wenn du da 25% sparen kannst, dann das kann ich nur jedem tatsächlich empfehlen. Und ich habe gleich zu Beginn eingeschrieben, halt auch wiederum Punkte bei jeder Bestellung werden dir dann gut geschrieben. Dann auch gratis Produkte. Das rechnet sich, das lohnt sich schon. Vor allen Dingen, wenn man das halt so ein bisschen für sich persönlich was so ein bisschen aufsehen möchte und ganz viel ausprobieren möchte. Ich hoffe sehr, dass euch die Themenwoche gefallen hat, dass ich hoffentlich die meisten Fragen beantworten konnte und so viele Informationen wie möglich irgendwie möglichst kompakt an euch weitergeben konnte, an euch rausgeben konnte. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann meldet euch sehr gerne, dann schreibt mir sehr gerne und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!